Ich bin Manuela Starkmann. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Liebe deine Klarheit. Ich freue mich heute auf ein super spannendes Interview. Das ist jetzt mal für mich auch etwas noch Neueres. Wenn du fleißig bei meinem Podcast und vor allen Dingen bei den Interviews zuhörst, dann weißt du, dass ich gern die Kennenlerngespräche aufnehme. Mit diesem total spannenden Menschen, mit dem ich mich gleich unterhalte, ist es wirklich komplett neu. Wir haben uns nur zusammen telefoniert, um einen Termin auszumachen, wissen im Wesentlichen gar nichts voneinander, außer dass ich weiß, dass dieser Mensch dir ganz, ganz viele tolle Sachen aus seinem Leben erzählen kann, die dir sicher für dein Leben total viel bringen. Stichwort ist Reise, auch Weltreise und Fotografie. Herzlich willkommen und danke für deine Erkenntnisse, lieber Martin Leonhard. Ja, hallo Manuela. Freut mich, hier zu sein. Ich finde es cool, dass ich dich sozusagen noch in Deutschland erwische, auch wenn uns die Technik die Möglichkeit gibt, überall auf der Welt verbunden zu sein. Ich habe von dir gehört, dass du ja die Welt bereist. Ja, kann man so sagen. Für mich einen total spannenden und auch mutigen Weg gehst. Und deine Fotos habe ich teilweise angeschaut. Wie gesagt, ich gucke immer, dass ich mich möglichst wenig vorbereite auf mein Gegenüber, sondern wirklich einfach meinem Herzen und meiner Intuition folge, wenn ich den toll finde. Und dann eben das frage und wir uns das und darüber austauschen, was wir spannend finden. Deine Bilder finde ich total schön. Ich mag die Aussagekraft. Ich denke, du kannst da viel auch über die Botschaft erzählen. Magst du zum Start im wahrsten Sinne des Wortes über erzählen, kurz sagen, wer du bist? Ja, okay. Martin Leonhard, ne? Aus dem schönen Dinkelsbühl im Frankenland. Ja, und ich bin jetzt mittlerweile selbstständig als freier Fotograf, Referent, Blogger. Heutzutage ist mir alles Mögliche. Und ja, ich war schon immer viel auf Reisen. Jetzt meine letzte Reise war ich eben 3,5 Jahre in Lateinamerika unterwegs mit dem Motorrad. Habe da so ein bisschen meinen Lebenstraum so ein bisschen erfüllt. Also ich wollte halt immer einfach mal so eine große Reise machen. Zuvor hatte ich ein paar andere abenteuerliche Sachen. Eigentlich war ich nämlich Elektroingenieur geworden, war dann in der Polarforschung in der Antarktis, in Grönland viel, habe da 4 Jahre verbracht. Das hat mich alles so beeinflusst. Und vor dem, da hatte ich natürlich auch, ja, ich habe mein Leben halt normal aufgebaut, sage ich mal. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Elektriker, habe dann noch studiert, Elektroingenieur. Aber das Reisen, dieses Freisein, also mein Blog heißt ja zum Beispiel freiheitenwelt.de, diese Freiheit steht bei mir halt immer im Vordergrund. Es war mir immer wichtig und ich habe halt immer versucht, früher mit kurzen Reisen, und kurz ist bei mir, also 6 Wochen ist schon kurz, ja. 6 Wochen ist kurz, normalerweise 3 Monate, dann sage ich, okay, jetzt kann man mal einen Trip machen. Und das hat mich eigentlich meine ganze Jugend beschäftigt. Meine erste Reise hatte ich, da war ich 19 Jahre alt. Bin dann mit einem Freund nach Thailand, ein bisschen später war ich dann zum ersten Mal allein unterwegs für auch längere Zeit, für 2 Monate in Neuseeland. Und ja, das hat sich halt eben so entwickelt. Und mittlerweile ist es eben so, dass ich mich sehr mit dem Thema Fotografie, auch speziell auf Reisen beschäftige mit Menschen und lauter so Sachen. Und ja, jetzt im Moment bin ich dabei, ich mache ja Vorträge, ich lade auch andere Referenten ein. Ich gebe Workshops, habe meinen Blog natürlich am Laufen und das alles in diesem, ja, in diesem Namen Freiheitenwelt bin ich gerade dabei, das aufzubauen und das muss ich sagen, bestimmt schon sehr mein Leben. Und weil du gesagt hast, ich bin ja jetzt noch hier in Deutschland, auch wirklich schon so, dass ich in
knapp 6 Wochen schon wieder in den Flieger steige, mein Motorrad steht in Mexiko. Da muss ich, so schwer mein Leben auch ist, von Mexiko bis nach Alaska fahren. Wow. Da habe ich 7 Monate Zeit, bevor es dann wieder zurückgeht und ich eben wieder hier Vorträge halte. Und man muss ja auch von irgendwas so ein bisschen leben. Das ja, ist ja obercool. Ja, also das wäre jetzt mal meine kurze Vorstellung gewesen. Sensationell, sensationell. Deine Reisefreude, wenn du sagst, das war mit Elektroingenieur und Polarforschung 4 Jahre lang, wann, vor wie vielen Jahren ging das in Anführungszeichen denn los mit dem Reisen? Also mit dem Reisen allgemein, wie gesagt, das ging ja schon vor 20 Jahren los, kann man sagen. Dann halt eben so als Jugendlicher dann mit dem Rucksack, dann hitchhiken. Ich hatte ja nie Geld. Ich kann mich erinnern, nach dem Zivildienst bin ich dann nach Neuseeland geflogen, also wirklich aufs andere, also auf die genau andere Seite unseres Planeten. Und ja, bin einfach losgelatscht, Daumen raus, habe halt dann mich immer einladen lassen zum Auto, also um Ride, so sagt man ja dann, zu bekommen. Und ja, damals, das waren eigentlich die besten Reise, weil ich da hatte ich überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet, dass ich damit vielleicht mal irgendwie ja mein Leben aufbaue, sondern da wollte ich einfach nur reisen. Also da ging es wirklich nur einfach um das, um Reisen, Leute kennenlernen, Spaß haben natürlich und eben diese Freiheit genießen. Und da hatte ich damals schon so richtig viel gelernt. Und dann, ja, dann war ja eben die Ausbildung, das Studium, und da gab es immer kürzere Trips, hatte ich ja auch vorhin gesagt. War ich zum Beispiel mal in Marokko länger mit so einem kleinen Motorrad. Das ist aber schon wieder später, da war ich schon um die 25. Und ja, habe da eben immer so ein bisschen dazugelernt. Aber wichtig war eben immer dieser Aspekt des Freiseins. Also ich mache ja auch viel alleine. Ich bin sehr, sehr viel allein unterwegs in den Landschaften, oft outdoor, also dann schlafe ich im Zelt. Meine letzten Reise zum Beispiel habe ich 1,5 Jahre nur im Zelt geschlafen. Wow. Und, aber das ging alles schon sehr, sehr früh los. Und irgendwann bin ich dann eher, wie gesagt, Elektroingenieur geworden. Und dann hatte ich versucht, diese Leidenschaft für das Reisen mit dem Beruf zu verbinden und mit diesem Abenteuer. Und da war eben dann mein Meisterstück, wenn ich es mal so sagen will, die Polarforschung, weil das war ja schon genial irgendwie. Also da bin ich ja in Gegenden gekommen, da kommt man einfach nicht hin normalerweise. Aber das war ja jetzt dann eigentlich auch schon wieder am Ende. Du hattest ja nach dem Anfang gefragt. Das ist schon, ich glaube, das ist sogar noch früher entstanden, in meiner Kindheit schon. Ich war da, in Dinkelsbühl gibt es so eine Kapelle, die heißt die Dinkelsbühler Knabenkapelle. Und da war ich mit, glaube mit 10 oder so, tritt man dabei. Und dann, was da ist, also macht man halt Musik, so Marschmusik, aber die Sache ist, die Kapelle, die ist wirklich sehr beliebt, europaweit. Das heißt, ich war schon in ganz jungen Jahren, war ich in Frankreich, in der Tschechei war man. Irgendwann hat man es dann sogar weiter weggeschafft ins Ausland, also Mexiko, in Südkorea war man zum Beispiel damals schon, da war ich 17 Jahre alt, USA. Also das war schon, da bin ich praktisch automatisch durch das Musizieren in dieser Kapelle praktisch schon einmal um die Welt gereist. Und ich glaube, da ist so diese Funke entstanden, eben zu reisen und die Welt zu entdecken. Cool. Richtig cool. Ich gehe jetzt mal schlicht von aus, dass du nicht weiter als Elektroingenieur arbeiten konntest, wenn du dann mal so ein paar Monate und Jährchen auf Reise bist. Also das kann man so nicht sagen. Ich denke, ich würde schon wieder leicht einen Job kriegen. Im Moment will ich es halt nicht. Die Polarforscher-Geschichte, ja, das ist jetzt, wie gesagt, 2013 bin ich ja weggefahren zu der letzten großen Reise. Jetzt bin ich ja auch schon wieder fast ein Jahr in Deutschland und arbeite eben an meinen Projekten. Und da ist jetzt schon viel Zeit dazwischen, das stimmt schon. Ja, aber also, du meinst jetzt wahrscheinlich vom Kopf her, oder? Genau, vielen Dank, genau, da wollte ich hin. Also, weil ich glaube, dass viele Menschen sich jetzt auch beim Zuhören da einfinden können und sagen, wie cool ist das denn? Und vielleicht auch manche, ist jetzt in mir weniger,
dafür sind wir Menschen ja unterschiedlich, auch sagen, würde ich eigentlich auch gerne. Also dieses berühmte Wort eigentlich, ne? Und ja. was war es in dir, dass du, also in meinem Gefühl, so zweifelsfrei die Entscheidung treffen konntest, nicht mal wegzugehen, sondern zu reisen? Wie leicht, wie schwer ist dir das gefallen? Das sind wir ja wieder bei diesem Wort, bei diesem Hamsterrad, wo ja öfters mal so erwähnt wird. Und das war was, da bin ich mein ganzes Leben nicht mit klargekommen. Also das war ja schon in der Schule so und dann immer früh aufstehen und dann eben Leistung bringen, wenn es jemand anders erwartet. Ich bin halt jemand, ich funktioniere halt so ein bisschen anders einfach, weißt du. Und das war immer was, das ging eigentlich durchs Studium, durch mein Arbeitsleben dann. In der Polarforschung ging es, weil da hatte ich ja immer diese Auszeiten mit den Expeditionen, aber auch da waren dann eben diese Zeiten, wo man wirklich dann für Wochen eben im Büro sitzt, da seine Arbeit macht. Was ich da immer festgestellt habe, zum Beispiel auf Reisen, da ist irgendwie, wenn ich Rückblick jetzt auf 2-3 Wochen Reise, da habe ich so viele Momente, an die ich mich erinnern kann. Also da könnte ich eine Liste machen, könnte ich 100 Sachen aufschreiben und einfach Sachen, es muss nicht immer nur jetzt Lachen sein, das kann auch mal was Negatives sein, aber einfach Dinge, die mein Leben positiv gestalten, all mein Leben bereichern. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel über Wochen im Büro gesessen war, bei mir in der Arbeit jetzt, irgendwo als Ingenieur oder im Studium, da war es immer so, da habe ich mich nach 3 Wochen gefragt, Mensch, was hast du denn jetzt eigentlich gemacht? Habe ich dann irgendein Projekt entwickelt, habe vielleicht irgendeinen neuen Code geschrieben, irgendwas, ich habe ja Elektronik studiert, irgendeine neue Platine da gebaut. Aber richtig bereichert hat das mein Leben halt nicht. Und das war für mich eigentlich der Punkt, wo es mir dann überhaupt nicht schwer gefallen ist, den, Widerwort, eigentlich guten Job oder außergewöhnlichen Job der Polarforschung hinzuschmeißen, weil es eben nicht hundertprozentig das war, was ich leben will. Und man hat ja immer eine Vorstellung davon, welcher Mensch man im Leben sein will. Und ich denke, die größte Freiheit liegt darin verborgen, dass man das umsetzen kann, ja. Und oder dass man es zumindest sagt, man versucht es mal. Und ich wollte halt nicht, ich habe mir immer gedacht, okay, wenn ich mal Opa bin, dann guckt man ja so aufs Leben zurück und dann wollte ich einfach nicht dastehen oder will ich nicht dastehen und sagen, Mensch, du wolltest das doch immer machen, dein eigenes Ding machen, die große Reise, warum hast du es nicht gemacht? Also dieses, warum hast du es nicht gemacht, das wollte ich einfach nicht. Und das zusammen hat dann eben dazu geführt, dass ich den in 2013 gesagt habe, okay, ich ziehe es jetzt einfach durch. Und momentan weiß ich ja gar nicht, wohin das es führt, aber dieser Zweifel oder das, Mensch, warum hast du es nicht probiert? Also das bin ich auf jeden Fall los. Und ja, ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man im Leben nicht so viele Pläne hat, sondern wenn man einfach täglich so aufs Neue reinlebt. Und ich sehe es halt immer so, wenn die Gegenwart gut ist, dann wird die Zukunft sich schon irgendwie weisen und dann wird das schon alles gut. Ja, glaube ich auch dran. Und du beweist es ja auf eine gewisse Weise, dass es genau so ist. Finde ich total sensationell. Und alleine okay, Das würde mich jetzt interessieren, an was misst du das denn, dass ich es beweise? Also ich meine, das ist doch immer alles ein bisschen relativ. Und man muss ja nicht reisen, um glücklich zu sein. Also ich kenne ja genügend Menschen, die sind mit ihrem Beruf absolut glücklich, die, keine Ahnung, also die machen eben andere Sachen und das passt. Also nur reisen ist ja jetzt keine Garantie dafür, dass man dann am Ende glücklich ist. Stimmt. Der Punkt ist, also die Menschen kommen ja zu mir, weil sie sagen, mir fehlt Klarheit in meinem Leben. Ich weiß nicht, was ich machen soll oder ich weiß, dass es so nicht stimmt, wie es jetzt ist. Mhm. Und drum, wo ist denn meine Richtung? Wo ist der Sinn in meinem Leben, in meinen Aufgaben? Das ist meine Expertise, Klarheit. Und ich bin komplett bei dir. Ganz bestimmt werden nicht alle Menschen ihr persönliches Glück im Reisen suchen und finden. Also ich glaube, bei mir wäre es nicht Reisen, weil mein Lieblingsverb ist heilen. Ja. Mir geht's auch gar nicht ums Reisen, sondern mir geht's darum, dass du gespürt hast, für dich ist es das Verb Reisen. Und dann würde ja sozusagen der normale Mensch, der durch eine Schule
gezwungen wurde und dann seine Ausbildung, sein Studium macht, seine Arbeit. Also der 20 Jahre geprägt beziehungsweise verprägt worden ist. Vielleicht so ganz leise in sich noch die Schwingung spüren, was er gerne machen würde. Im Beispiel Verb reisen. Aber dann kommen die ganzen Glaubenssätze, das darfst du nicht und du musst einen sicheren Job haben, du musst an die Zukunft denken. Also mal nur um so drei solche Sätzchen, die riesengroßes Gewicht haben auf so viele Menschen zu nennen. Und von dem her finde ich, um deine Frage zu beantworten, das schon sehr groß und bewusst zu sagen, ja, ich kenne diese Sätze auch, nur ich spüre in mir, dass es nicht das ist, was ich tun möchte. Oder aus der Hospizbegleitung, wie du vielleicht mitbekommen hast, bin ich ja ehrenamtlicher Hospizbegleiter. Ich finde den Gedanken, wenn ich Opa bin, wie würde ich dann fühlen, wenn ich zurückschaue? Das sind alles Aspekte, die ich sowohl für mich selber lebe, als auch im Guiding den Menschen nahebringen möchte. Und ich finde es so großartig, dass du genau das beschrieben hast und dass du es genau so lebst und bei dir halt mit dem Verb reisen. Und ich liebe alles, was du sagst, mit Entscheidung treffen und keine Zweifel und das machen, was gut ist und nicht dieses Denken, warum hast du nicht? Das ist wundervoll. Ich schreibe ja auch mit. Ich finde es total. So, finde ich, gehört sich's. Und auch dieser Punkt, dass du sagst, wenn es in der Gegenwart gut ist, dann kommt in der Zukunft auch was Gutes. Ich weiß, dass es so viele Menschen gibt, die daran vielleicht gar nicht denken oder glauben können. Und du hast in deinem Leben für dich zumindest auf eine gewisse Weise, nicht kopierbar, aber für dich bewiesen, dass es funktioniert. Und das ist fantastisch in meiner Welt. Also da jetzt, um mal auf dein Wort Klarheit hier anzuspringen, also man muss schon wirklich einfach, ich habe da mal einen Blogartikel auch geschrieben, weil bei mir ist es so, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, ich kriege halt oft Kommentare jetzt aufgrund von meinem Vortrag, also der ist ja, ich habe ja Live-Auftritte, dann kommen die Leute immer und dann kriege ich oft, also wirklich lange E-Mails mit Kommentaren, da lese ich ganz oft, Mensch Martin, du lebst meinen Traum, und das ist so toll, aber ich kann ja nicht. Und da tue ich mich immer ein bisschen so schwer, weil erstmal, ich kann ja den Traum von niemand anders leben und ich glaube, das Traurige ist, viele wissen gar nicht, was ihre Träume sind. Weil, das habe ich zum Beispiel in meinem Blogartikel geschrieben, ich habe halt geschrieben, weil bei mir ging das ja, habe ich ja vorhin erzählt, in Kindheit schon los, in der Jugend und halt jetzt durch das Erwachsenenleben durch und ich habe halt gelernt, okay, dieses Reisen und was ich da eben erlebe oder was ich damit bewirken kann, das ist wirklich ein Teil von mir und das will ich leben. Aber da habe ich wirklich Jahrzehnte gebraucht, um das zu erkennen, dass das sowas essentiell Wichtiges in meinem Leben ist. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich so einen Vortrag halte oder da kann man auch einen Film schauen, das ist natürlich was, das bewegt die Menschen, das weckt Emotionen. Und dann schreiben die mir eben solche Kommentare. Wo ich dann immer schreibe, okay, ist schön, ich freue mich natürlich über sowas, aber ich würde dir mal, oder demjenigen schreibe ich halt dann, ich würde mir echt mal überlegen, ob Reisen jetzt das wirklich was ist, was dich glücklich macht in deinem Leben oder ob vielleicht irgendwas anderes vielleicht nicht so läuft. Oft ist es ja auch der Grund, dann heißt ja, ich habe Kinder, ich kann nicht mehr oder meine Freundin, die zieht nicht oder mein Freund, lauter solche Geschichten. Aber ich glaube, da muss man sich schon wirklich klar werden, will man das jetzt wirklich und will man das machen, weil sonst, wenn man jetzt jemand seine Geschichte nachleben will, sage ich mal so, dann kann das nur nach hinten losgehen. Also, weil da gibt's ja schon viele so Videos und jetzt im Motorradbereich gibt's ja zum Beispiel schon ein paar so Helden, die haben Kinofilme gemacht und da kommen halt viele drauf, Mensch, ich fahre jetzt auch einfach los mit dem Motorrad. Und ich habe da schon ein paar so Leute getroffen und da merkt man genau, die haben sich dann anders vorgestellt. Oder das war dann doch nicht ihr Ding. Wobei auf der anderen Seite ist es ja auch gar nicht schlecht, sich einfach mal an was Neues zu probieren. Aber wie gesagt, bei mir hat es schon lange gedauert, bis ich absolut sicher war, okay, das ist ein Teil von meinem Leben und ich muss das einfach leben, weil sonst ja werde ich halt nicht glücklich. Ich finde es super, dass du das mit dazu sagst, weil ich weiß, dass viele Menschen, wenn sie auf jemanden schauen, der offensichtlich sein Leben lebt, die denken immer, das ist dem über Nacht so zugefallen.
Und genauso wie du es sagst, es hat Jahrzehnte gebraucht. In meinem Leben ist es das Gleiche. Und das sage ich den Menschen auch immer. Ich bin nicht unbedingt genau so geboren, wie ich jetzt bin. Und wie sagte Churchill, die meiste Arbeit machen die spontanen Reden. Habe eine Ecke gebraucht, bis ich das Zitat kapiert habe. Damit es leicht aussieht, so wenn du jetzt auf der Bühne bist und einen Vortrag hältst, einen Film zeigst, denken die Leute bestimmt, das hast du schon immer ab 10 wegen mir so gemacht. Nee, so ist es ja gerade nicht. Das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, den ja die Menschen im Außen nicht sehen. Ist vielleicht auch nochmal für die Zuhörer wichtig, ein wichtiger Aspekt. Also lieber Zuhörer im Sinne von, klar, guck nach Menschen, die ein Vorbild, warte mal, interessant, warte mal, hier, meine Technik spricht gerade mit mir, die sagt uns gerade, wir haben nur noch ein paar Minuten, wir machen jetzt einfach mal weiter und schauen dann, ob wir einfach noch... Ah nee, er nimmt schon noch auf bei mir. Ja, aber er hat mir gerade eine Meldung gegeben und wir gucken jetzt einfach, in einem Live-Interview ist das alles drin und bleibt auch so und sollte es uns irgendwann rausschmeißen, machen wir eine zweite Session mit dran und das kann ja dann die Technik zusammenbinden. Also, Zuhörer, such dir Menschen, gerne das Wort Vorbild, wo du hinschaust, und geh einfach von aus, das ist denen nicht zugefallen. Der nächste Punkt ist, es muss nicht reisen sein, aber ich empfinde bei dir, Martin, dass du es einfach auch vorlebst, dass man seinen Weg gehen kann. Und vielleicht ist es bei anderen Menschen, wie gesagt, ein anderes Verb. Und drittens finde ich einfach Reisen und die Freiheit etwas ganz, ganz Wertvolles und Besonderes und Schönes, was du da machst. Und ich finde, da gehört tatsächlich auch eine Form von Klarheit dazu, weil du hast ja auch die Wahl gehabt, Elektroingenieur zu bleiben und du hast es anders gewählt, finde ich prima. Ja, okay, da hat es ein bisschen an den Möglichkeiten gemangelt. Also Elektroingenieur, das bin ich, also da muss ich sagen, da war ich total planlos, was meine Bildung angeht. Ich kann es im Nachhinein wirklich nicht so verstehen, warum ich Elektroingenieur geworden bin. Also ich war nicht schlecht, ich habe ja Preise gekriegt, ich habe Stipendien bekommen, aber richtig interessiert hat es mich echt nicht. Also und wie gesagt, mit der Polarforschung, das war ja dann so dieses Zwischending. Also da konnte ich praktisch diese Abenteuer leben und Elektroingenieur sein, aber habe dann halt auch gemerkt, du, das ist es nicht. Ich glaube, bei mir, ich war schon immer so ein bisschen künstlerisch geprägte Person, also ich habe ja früher ganz viel Musik gemacht, jetzt ist es eben die Fotografie und das war immer was, das hat mir eigentlich so im Hobby oder so, eigentlich hat mich mehr angetrieben. Und bei mir ist ja so, ich bin mehr so ein Selbstverwirklichungstyp auch, würde ich schon sagen. Also mir geht es schon darum, dass ich das, mit dem ich mich täglich beschäftige, dass das mich persönlich weiterbringt. Und das ist eben auch so ein Problem. Da habe ich nie so irgendwie reingepasst in dieses jetzt arbeiten, irgendwas machen für Geld. Und dann mit dem Geld kann ich mir dann meine schönen Momente im Leben kaufen. Also damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Hatte dann eben versucht, diesen Kompromiss zu machen mit meinem, es war ja nur 6 Jahre, in denen ich gearbeitet habe als Ingenieur. Zuvor als Elektriker hatte ich noch ein paar Jahre gearbeitet. Aber da hatte ich immer genau dieses Gefühl. Und am Ende hatte ich eben versucht, den Kompromissweg zu gehen. Es hat aber nicht funktioniert. Und 2013 habe ich dann eben gesagt, so, jetzt setze ich alles auf eine Karte. Und eigentlich geht es ja jetzt weiter, weil nach meiner Rückkehr hatte ich ja gesagt, okay, jetzt setzen wir alles noch mehr auf eine Karte, weil jetzt habe ich mich ja eben selbstständig gemacht als eben Referent, Fotograf und all das, Veranstalter. Eigentlich, also das ist ja schon der nächste Schritt dann, indem ich jetzt im Moment, mit dem ich, also wenn ich jetzt hier spreche, bin ja im Moment noch in diesem Prozess, das aufzubauen. Also das ist ja schon wieder eine ganz andere Stufe jetzt dann, wo aus dieser Geschichte seit meiner Kindheit eigentlich entstanden ist und alles mit dem Grund, oder mit dieser Leidenschaft, diesem Ansporn dahinter, eben die Abenteuer fernab von Deutschland leben zu können. Also, muss man auf den Punkt zu bringen, man muss auch schon mal richtig
dafür arbeiten, damit einem sowas gegeben wird. Also das wird einem nicht alles in die Wiege gelegt. Und dass ich mit dem Motorrad 3,5 Jahre um die Gegend fahren konnte, um das alles zu finanzieren, da habe ich ja auch dafür gearbeitet. Also, und was jetzt im Moment passiert, jetzt werde ich halt professionell, sage ich mal. Aber alles das führt ja nur dahin, dass ich diese Leidenschaft eben weiter verfolgen kann in der Zukunft. Und ich habe natürlich da schon Visionen, wo es mal hingehen soll. Und Ideen und ja, das muss halt jetzt, man muss halt eine Blume einfach mal gießen, damit sie wachsen kann. So ist es. Ja, sehr schön. Und auch wieder ein Zeichen für, dass man einen Beruf oder manche Berufung gar nicht jetzt planen kann. Ich weiß noch, in meiner Kindheit gab es ja noch Videokassetten und wir sind von der Schule zum Arbeitsamt gefahren, haben dann so einen Bogen ausgefüllt, welche Berufe denn so am nächsten zu unseren Talenten passt. Und dann haben die Arbeitsamtmitarbeiter uns Videokassetten gegeben, wo eben der Beruf ein bisschen erklärt wurde. Ich bin mir sicher, dein Beruf, den hätte es in keiner einzigen Videokassette gegeben, meinen heutigen auch nicht. Und ich finde es total schön, so wie du es ja vorhin auch gesagt hast, dieses einfach mal reinleben und gucken, was da kommt, weil ich mag Pläne grundsätzlich gerne. Ich finde nur, dass die Menschen heutzutage entweder nur oder gar nicht planen. Und warum darf man denn nicht eine Fokussierung haben, wie zum Beispiel Reisen oder du weißt, ich fahre jetzt dann von Mexiko nach Alaska und zusätzlich lässt man das Leben einfach einem das schenken, was es für einen gerade hat. Und man ist sowohl für den Plan offen, weil du wirst irgendwann ein Flugticket geplant kaufen müssen oder hast es schon. Und dann ist es aber auch ganz viel, wo man eben nichts mehr planen kann, weil du weißt, wenn du Fuß aufs Moped steigst, eben nicht, welche Menschen treffe ich heute. Und ich wünsche mir von den Menschen, dass sie sich da wieder mehr auch drauf einlassen können und ja dann gerne auch unter anderem diesen Podcast hören oder zu deinen Vorträgen und Workshops gehen, um zu sehen, man muss es ja nicht genau so nachmachen, da geht's ja gar nicht drum, sondern da ist jemand, der lebt es und der ist offensichtlich gesund und glücklich dabei und auch erfolgreich in meiner Wahrnehmung. Weil Erfolg ist ja nicht, 5 Ferraris vor der Tür zu haben, sondern aus meiner Sicht ist Erfolg das, was einem Spaß macht. Und in meiner Welt erlebst du und lebst du das, was dir Spaß macht. Ja, aber auch nicht Vollzeit. Also das muss man schon mal sagen. Also und jetzt ganz kurz muss ich noch mal einhaken zu dem Plan. Also ich bin eine absolute Katastrophe am Plan. Zum Beispiel mein Flugticket zurück jetzt nach Mexiko, als Motorrad ist ja drüben. Mein erstes war auf Oktober datiert. Hat es dann nicht geklappt, weil ich eben gemerkt habe, oh, das mit den Vorträgen, das macht mir Spaß. Da habe ich es umgeschmissen zum ersten Mal auf Januar. Im Januar hat es dann auch wieder nicht geklappt, weil wieder ein wichtiger Auftritt reinkommt. Dann habe ich es nochmal verschoben. Ich habe mittlerweile mein Flugticket schon 3-mal verschoben. Aber jetzt ist es fix. Also jetzt ist es für Ende April. Und also ich bin ja, also okay, es gibt natürlich Sachen, die muss man planen, wie zum Beispiel Reisepass, Visas und diese Dinge. Aber selbst da, ich bin da eine Katastrophe. Also ich bin da wirklich so schlecht. Ich bin mehr so ein Mensch, der ist angetrieben von absoluter Spontanität und jetzt auf Reisen zum Beispiel, auf Begegnungen, ja. Also ich fand es immer total blöd, wenn man auf Reisen zum Beispiel seinen Trip schon fest hat. Und dann lerne ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja Junggeselle, ja. Lerne jetzt zum Beispiel jemand kennen, ein Mädchen oder eine Frau, und dann kann ich es nicht sagen, oder ich muss dann sagen, ey, du, ich muss morgen schon wieder weiterreisen. Ja. Das ist total blöd. Oder wenn ich auch irgendwelche Freunde jetzt treffe, sage ich mal, Mensch, cool, mit denen habe ich eine coole Zeit. Ja, dann nehme ich mir halt die Freiheit und will das einfach leben. Und also so, deswegen hat es übrigens auch so lange gedauert, und weil normalerweise in meiner Welt, in der Motorradreisewelt, da gibt's Leute, die reisen in 3,5 Jahren alle Kontinente ab. Also die fahren da von Südamerika, USA, Australien, Asien, Mongolei bis nach Afrika alles ab. Irgendwie 200.000 Kilometer in 3,5 Jahre, das ist möglich. Jetzt bin ich aber so angetrieben halt von dieser Spontanität und habe eben keinen Plan und bleib halt öfters mal wo hängen und dann eben nicht nur 1-2 Tage, sondern schon auch mal Wochen, es kann auch Monate, also das hatte ich auch in Brasilien. Ich war ja in Brasilien 18 Monate, war ja dann illegal, also das war ja, da bin ich nur noch hängen geblieben.
Und deswegen hat meine letzte Reise eben 3,5 Jahre in Lateinamerika gebraucht, weil ich ein bisschen einfach kein Planer bin, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es da dazu irgendwie Mut gehört. Das bekomme ich oft gesagt. Also praktisch von diesem Sicherheits- oder man will ja die Sicherheit sich organisieren, sag ich mal. Mhm. Von diesem Gedanken völlig abzukommen, kann ich nicht sagen, ich mache es einfach und mache es eigentlich schon immer so. Das war bei meinen Reisen immer so. Ich habe eigentlich immer nur ein Ticket gehabt. Habe vielleicht ganz wenig nachgelesen, als ich reise grundsätzlich ohne Reiseführer. Mhm. Also ich lese mich natürlich schon vorher ein, aber auf Reise dann vielleicht ein paar wichtige Ziele. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in Peru bin, dann will ich natürlich Machu Picchu auch sehen. Ja. Aber die Details, dann ich plane das nicht täglich dann durch. Also das mache ich nicht. Und weiß nicht, ob da Mut dazu gehört, aber ich habe das eigentlich immer so gemacht und das ist so mein Reisestil. Und das versuche ich auch so ein bisschen zu vermitteln, weil gerade so ergeben sich dann eben Bekanntschaften, die sich sonst nicht ergeben, weil man sich einfach auch mal fallen lässt, ja. Das ist ja wie im normalen Leben, wenn man die ganze Zeit nur auf Stress ist und ich muss keine Ahnung, morgens im Fitnessstudio sein, dann ist die Arbeit und abends habe ich das und das Verein. Und praktisch, wenn man nur noch sein Leben durchorganisiert hat, dann ist ja gar kein Freiraum mehr da, um was Neues zu entdecken, um sich einfach zu inspirieren. Also, und das ist eben das, was ich auf Reise immer lebe. Also ich rede ja wirklich mit allen Menschen. Ich rede mit dem Obdachlosen auf der Straße. Ich lerne aber auch mal einen Millionär kennen und war eingeladen. Also mir passiert es einfach, weil ich das Leben auf mich zukommen lasse und ich einfach sehe, was passiert um mich herum. Das ist ja jetzt gerade heutzutage zum Beispiel mit dem ganzen Social-Media-Zeugs. Es ist ja so, dass ich die ganze Realität so ein bisschen verschiebt, finde ich. Mhm. Das habe ich ja übrigens auch, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das sollte man nicht zu tief einsteigen, da kann man einen extra Podcast machen. Das habe ich auch ganz stark festgestellt über diese Jahre, also diese Verschiebung der Realität. Mhm. Und jetzt aber um mal, also das ist das, was ich auf Reise leben will, aber jetzt hier zum Beispiel, um meine Realität mal abzulichten, also ich bin im Moment wirklich, ich stehe morgens auf um 8 Uhr, Frühstück und dann geht's bei mir am Computer. Ich organisiere jetzt meine Tour. Jetzt habe ich zum Beispiel hier mit dir diesen Podcast. Ich programmiere meine Homepage. Ich mache jetzt schon meinen zweiten Vortrag, den muss ich auch ausarbeiten, arbeite an meiner Fotografie. Ja, und das mache ich ganz normaler Arbeitstag bis abends um 6 und bei mir geht's eigentlich im Moment nach dem Abendessen oder so, mache ich eigentlich auch noch weiter. Das heißt, im Moment lebe ich schon auch in gewisser Weise so eine Art Hamsterrad. Aber ich weiß halt, und das ist das Schöne bei mir, ich weiß, okay, jetzt das sind halt jetzt diese 2-3 Monate und dann habe ich aber wieder die große Freiheit. Das heißt, das ist vielleicht alles so ein bisschen anders verteilt auch, ja. Aber grundsätzlich ist es so, ohne Arbeit geht's halt nicht. Und ohne, dass man sich einfach einbringt oder um was kämpft ein Stück weit. Ich habe ja auch mal geschrieben auf meinem Blog, vielleicht muss man um seine Freiheit oder die Freiheit wird jenem gegeben, der bereit ist, auch ein Stück weit dafür zu kämpfen oder arbeiten, kannst du jetzt sagen. Also ich finde nach wie vor, dass es ein Fließen lassen ist. Du machst ja auch jetzt hier, auch vielleicht wenn du es Hamsterrad nennst, trotzdem ja das, was, also ich weiß, dass so ein Ticket kreieren jetzt vielleicht keinen Spaß macht, ne? Also Reisekostenabrechnung macht mir dann auch keinen Spaß. Das, davon will ich gar nicht anfangen. Also ne? Ja. Seitdem, dass ich selbstständig bin, dieses Bürokratische, das ist Hölle. Also das ist, ich kann es gar nicht anders sagen, als ich brauche jetzt irgendwann mal, also das muss outgesourced werden. Das ist das Erste, was jetzt wegfliegt, weil da geht man dran zugrunde. Also das ist bei mir wirklich so, wenn ich dann, ich sehe es ja jetzt schon wieder, meine Briefe, die stapeln sich immer hier, Finanzamt, Verträge und was da alles reinflattert. Das hat dann irgendwann, ist es so 3-4 Zentimeter tick und dann muss ich halt mal dran hin. Und das, also da, das ist Hölle. Nee. Und es also ist ja auch eine Form von Fokussierung zu sagen, was gebe ich ab, was muss ich nicht selber machen und was ist aber auch der Part, selbst wenn es jetzt dann vielleicht Arbeit ist, es ist dein Vortrag und damit finde ich, ist es ja eben wieder keine Arbeit, weil es ja letztendlich aus deinem Leben entsteht. Mhm. Ich habe noch was beim Thema Fotografie. Okay. Ich finde deine Fotos sehr schön. Du hast vorhin gesagt, du fotografierst Menschen, ich meine aber auch Landschaften. Mhm.
Hast du, weil das habe ich leise da was klingeln, in Anführungszeichen, fotografierst du einfach das, was du wahrnimmst, oder hast du auch noch eine Botschaft? Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich bin mit der Fotografie, das ist, es gibt da so Leute, die sehen mehr oder so. Also bei mir ist es so, das war schon immer so, ich habe immer den Eindruck, wenn ich irgendwo bin, zum Beispiel mit meiner Ex-Freundin oder mit einem Freunden unterwegs und mir fällt halt dann zum Beispiel eine kleine Taube da irgendwo am Eck noch auf, die würde ich gar nicht sehen. Da hatte ich schon immer so einen Blick dafür, ja. Also ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es da einen Namen dafür gibt, aber ich bilde mir ein, ich sehe manche Sachen intensiver, ja. Und das wird dann eben lustig bei der Fotografie, weil ich dann auch versuche, nicht einfach nur, wie es halt ein anderer macht, auf Reise hier, Selfies mache ich ja grundsätzlich nicht. Ich bin überhaupt kein Selbstdarsteller. Das mag ich auch irgendwie ganz ungern, wenn ich mich selber ablichte und so. Also ich versuche immer einfach nur erstmal die Welt zu sehen, wie sie ist, und nicht sie zu sehen, wie sie sein kann. Also nicht im Klischee zu denken. Also zum Beispiel könnte ich sagen, jetzt Kuba, da denkt jeder an Zigarren und jeder raucht da Zigarren. Ich war in Kuba 3 Monate lang und es ist eben überhaupt nicht so. Also in meiner Fotografie gibt es dann eben kein Bild von einem Kubaner oder Kubanerin, was überhaupt nicht existiert, außer auf dem Lonely Planet, auf dem Coverfoto, mit einer Zigarre im Mund, weil das einfach nicht das Land ist. Also das ist schon mal der erste Punkt. Das heißt also, was ich in der Ferne ablichte, das sehe ich wirklich so in dem Moment, okay? So, jetzt ist es so, jetzt kann man fotografisch dem Ganzen aber noch ein bisschen nachhelfen. Das nennt man dann Visual Storytelling. Das heißt, man kann durch eine andere Perspektive, durch eine andere Belichtungszeit, durch ja die Inszenierung von so einer Szene kann man ändern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Porträt von jemandem mache, dann kann ich das von der anderen Straßenseite machen mit einem Zoom-Objektiv, was ich meiner Meinung nach, das gehört sich einfach nicht, ne? Oder ich kann auch rangehen an die Person, kann den ansprechen und kann das Foto, also meine Kamera ist dann einen halben Meter von seinem Gesicht entfernt. Und da entsteht dann eben eine Nähe, ja? Also da entsteht eine ganz andere, erstmal an örtlicher Distanz gemessen, eine andere Nähe, aber auch emotional gemessen, wenn wir jetzt von der People-Fotografie reden, eine ganz andere Nähe zu den Personen. Und das wiederum sieht man dann am Ende beim fertigen ausgedruckten Bild oder eben bei meinen Vorträgen. Und das vermittelt eben dann mehr Geschichten. Und das ist, wenn du mich jetzt fragst, was ich eigentlich ja so mit meinen Bildern mehr vermitteln will oder erreichen will, das ist so genau das Ziel. Das Gleiche funktioniert auch bei Landschaften. Ich bin jetzt nicht so der, wenn man jetzt sich mal vergleicht mit der Weltelite, bin ich jetzt nicht der eingefleischte, oder ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Also ich bin nicht der, dem Landschaftsfotografie so wichtig ist, aber ich kann es schon auch. Aber da funktioniert es genauso. Es ist nämlich so, ich kann jetzt zum Beispiel an Grand Canyon fahren, ich kann aus dem Auto aussteigen, mache mein Selfie, mache ein Foto von der Landschaft und fahre wieder weiter. Dann hat dieses Foto hat keine Tiefe, weil einfach keine Nähe da ist und mal keine Zeit reingeflossen ist. Würde ich jetzt zum Grand Canyon gehen, bin ich mir sicher, da wäre ich irgendwo mir einen Zeltplatz suchen. Ich würde versuchen, dass ich dieses Tal überblicken kann. Ich werde da wahrscheinlich die ganze Nacht sitzen. Ich werde wahrscheinlich nachts um 4 aufstehen, um vielleicht die Milchstraße mit drauf zu fotografieren. Und dann mache ich eben Fotos. Da ist viel mehr Zeit schon mal drin. Ich lebe ja den ganzen Ort schon viel besser, weil ich ja mittendrin bin. Und dann fließt automatisch mehr Energie einfach in die Fotografie. Und das versuche ich eigentlich mit allen zu machen. Ich lebe den Ort. Das finde ich einen total schönen Satz. Ja. Ich lebe den Ort. Es ist aber auch jetzt, also das ist so die grundsätzliche Herangehensweise, also mehr Informationen oder Emotionen eigentlich zu vermitteln mitten im Foto. Funktioniert natürlich nicht immer und es muss auch nicht immer sein. Also zum Beispiel bei meinen Vorträgen habe ich natürlich auch so Sachen, zum Beispiel wurde mal von der Polizei angehalten, dann gab es so einen lustigen Moment, die hatten mir halt dann weitergeholfen, dann macht man natürlich ein Selfie, dann ist das ja auch okay, weil es in dem Moment, du willst ja diesen Moment festhalten. Da mache ich mir dann keinen Gedanken drum, oh, wie kann ich jetzt die da besser belichten, da geht es einfach darum, mit diesem einen Foto eine Geschichte erzählen. Also das gibt es natürlich schon auch. Aber jetzt die Fotos, die man am Ende an die Wand hängt oder die
was jetzt mein Ziel wäre, irgendwann meine Galerie aushängen. Das sind eigentlich alles die Bilder, wo ich den Ort oder da, wo ich bin, einfach intensiv lebe. Und Visual Storytelling ist da das Schlagwort. Wer sich für Fotografie interessiert, der kann sich ja da mal einlesen. Und ich bin ja auch, am Anfang war ich nicht so, dann kam ich irgendwann mal da drauf. Oder ich habe mich immer gefragt, warum sind denn meine Bilder so, wie sie sind? Und dann habe ich dem einfach so mal nachgelesen, ich lese ja Bücher, ich habe so viele Bücher da von renommierten Fotografen. Und da bin ich irgendwann dann draufgekommen, oh, ich mache das ja. Ja, kenne ich. Das ist ganz lustig, weil ich habe mir das nicht angelesen, sondern ich habe es einfach so gemacht. Aber natürlich kann man sich inspirieren lassen von den ganz großen Fotografen. Da gibt es ja bei uns hier Steve McCurry, Sebastian Salgado, das sind so die großen Namen, ganz unglaublich gute Reisejournalisten. Und das inspiriert dann und bringt mich dann wieder weiter. Und da bin ich in so eine Welt eingetaucht, also wo ich so gar keinen Horizont sehe. Also ich glaube, ich könnte das mein ganzes Leben studieren und würde trotzdem nie perfekt drin werden. Und das ist wiederum eine Sache, die gefällt mir an der Fotografie. Mhm. Weil auf der anderen Seite, ein Foto ist immer ein Foto, ja. Also es ist halt rechteckig und wird irgendwo gedruckt oder heutzutage halt viel auf dem Bildschirm dargestellt. Aber das wird sich in 100 Jahren nicht ändern. Ich bin mir ziemlich sicher, in 100 Jahren wird es noch Zeitungen geben. Vielleicht dann wie bei Zurück in die Zukunft, dass sich die Bilder da ein bisschen bewegen, aber grundsätzlich wird ein Bild immer irgendwie rechteckig sein. Mhm. Und vielleicht ein 3D, das kann sich ändern, aber glaube ich nicht. Und das finde ich das Interessante an der Fotografie, dass man aber trotzdem da noch so viel lernen kann und eben jedes Foto ist ja in gewisser Weise einzigartig, weil in dem Moment bin ja ich, wenn ich zum Beispiel jetzt am Grand Canyon bin und da mein Foto mache, dann bin ich da. Da sind vielleicht nochmal 100 andere Leute, aber das Bild, wie ich mache, hat halt kein anderer zum Beispiel. Mhm. Sehr schön, sehr spannend. In der Tat, da haben wir noch viel zum Austauschen und ich muss dann auch auf jeden Fall zu deinen Vorträgen gehen. Abschließend für heute, was magst du denn meinen Podcast-Zuhörern als eine, zwei wertvolle Erkenntnisse von dir aus deinem Leben als Tipp schenken? Also du hast ja gesagt zwei. Ein oder zwei, also da, wo du sagst, das hat dich einfach weitergebracht. Was ist das, wo du sagst, das teile ich jetzt gerne? Also eine Sache habe ich auf Reisen gelernt, und zwar Gelassenheit. Also ich hatte ja, also bei mir ist es so, da hat man öfters mal eine Panne, dann steckt man irgendwo fest. Also das kann man ja wirklich widerspiegeln mit dem, was ich jetzt mache, jetzt eben selbstständig sein und von dem Leben, was ich gerne tue. Mhm. Auf einer Reise hatte ich zum Beispiel, ich hatte schon Pannen mit meinem Motorrad, dann habe ich mir gedacht, Mensch, das gibt's doch gar nicht, hier komme ich nie mehr raus. Irgendwo mitten in der Wüste, ja, irgendwie der Reifen von der Felge gesprungen, fast unreparierbar. Und früher, also zurückblickend, früher wäre ich da voll ausgerastet und ich muss das jetzt unbedingt machen, mich voll reingestresst und scheiße und funktioniert nicht und alles läuft scheiße und nichts geht. Und ich habe halt eins gelernt, Gelassenheit bringt einem weiter, weil wenn mir jetzt sowas passiert, dann checke ich erstmal, okay, was habe ich? Habe ich noch Wasser? Wo ist jetzt die nächste Kontaktperson zum Beispiel? Wo komme ich hin? Das heißt, ich überlege mir das in Ruhe. Und ich habe gelernt, also ich war wirklich schon ich war zum Beispiel mit dem Motorrad mal 1 Meter tief im Wasser in dem Fluss gestanden. Also das Motorrad war unter Wasser, es war tot, ja. Ich saß mitten drauf. Das war ein bisschen blöd. Ich bin da schon vorgelaufen, aber da war der Boden eben weicher, als ich dachte. Oh, wenn das jetzt meine Motorradfahrer-Gemeinde hört, da kriege ich was aufs Dach, aber egal. Also im Endeffekt hätte man es nicht machen sollen, aber ich habe es halt gemacht. Und ich war da wirklich mittendrin. Irgendwo in Brasilien, in den Lençóis Maranhenses, das ist so ein Wüstengebiet. Und da kam schon, ich hatte ja schon gewartet, bevor ich da reingefahren bin, hatte da gewartet, 2,5 Stunden, kam niemand. Ich musste da aber drüber, weil auf der anderen Seite hatte ich ja keine Lebensmittel mehr, ich musste weiterkommen. Ja, und dann saß ich auf dem Motorrad mitten im Fluss, das Wasser fließt so an mir vorbei, also bis zur Hüfte. Und dann habe ich halt Ayuda, Ayuda gerufen. Also ich habe um Hilfe gerufen. Ne? Und da haben wir gedacht, okay, Martin, das war's jetzt, das Motorrad, das kannst du jetzt hier liegen lassen, das kriege ich nie mehr raus. Also weil die Wassermassen, ja, die drücken ja. Mhm.
Und dann war ich da eine halbe Stunde, ich war kurz vorm Verzweifeln, 42 Grad. Und dann kommt aber jemand, um die Ecke, Adolphus, so ein Fischermann. Und er schaut mir an, ja, du, was hast denn du hier gemacht? Dann sage ich, ja, du, ich glaube, mein Motorrad muss hier raus. Und er hat mir der halt geholfen, ja. Und da hatte ich natürlich wahnsinnig Glück. Er hatte mich dann eine Woche eingeladen, hatte ich wieder eine unglaubliche Bekanntschaft. Das kommt in meinem Vortrag vor. Die Sache ist die, mit solchen Situationen, da lernt man halt eben einfach gelassen zu sein, weil also bei mir war es wirklich so, ich bin immer irgendwie raus, das war jetzt nur ein Beispiel, ich bin immer irgendwie rausgekommen aus der Patsche. Also einmal zum Beispiel meinen Koffer verloren. Ich habe es nicht gemerkt, war schon 50 Kilometer weiter und dann denke ich, mir gibt's doch gar nicht. So leicht. Dann bekomme ich eine Nachricht über Facebook, hey du, wir haben da was gefunden, gehört es vielleicht dir? Und in dem Koffer waren halt wirklich $2,000 drin, meine Reisepässe, die ganzen Dokumente. Und da war es auch wieder so, natürlich war ich ein bisschen so down, oh, jetzt ist der Koffer weg. Aber dann habe ich halt, ja, ich habe gesagt, okay, kann ja jetzt eh nichts ändern. Oft sind es ja so Situationen, man kann ja nichts ändern. Und ja, also Stichpunkt Gelassenheit. Und cool. Jetzt, um einen zweiten Punkt noch zu nennen, ja, just do it. Keine Ahnung. Also einfach mal losgehen und probieren. Also heutzutage ist es ja oft so, egal für was man sich interessiert. Dann gibt's ja im Internet immer diese ganzen Supergurus und wir können alles schon, wir helfen dir weiter. Ja. Und die Sache ist die, man kann vielleicht auch heutzutage einfach nochmal Fehler machen. Also wenn ich zurückblicke, meine ersten Touren mit dem Rucksack, ich war absolut überladen. Ich hatte irgendwie 35 Kilo auf dem Rücken. Natürlich alles total blöd. Ich bin noch mit Dosen auf Wanderschaft gegangen. Also das ist ein No-Go übrigens. Also das macht man einfach nicht. Oder okay. Motorradgeschichte jetzt mit dem Fluss oder so zum Beispiel. Natürlich ist das ein Fehler gewesen, aber daraus lernt man ja. Und wenn jetzt jemand sagt, oh Mensch, oh, ich würde so gerne reisen, das ist vielleicht das Ding für meines Lebens, ja, dann mach's doch einfach. Dann kauf dir doch ein Ticket nach Indien, nimm dir 3 Wochen Zeit, also das schafft Normalsterbliche immer. Und selbst wenn er Kinder hat, dann muss er die halt mitnehmen. Keine Ahnung, also es geht alles und dann halt einfach tun. Also, und dann kann man im Nachhinein immer noch sagen, oh nö, das ist jetzt doch nicht meins, oder Mensch, ah, das mache ich anders beim nächsten Mal besser, und irgendwann springt ja der Funke mal über. Und das kann ja alles Mögliche sein. Keine Ahnung, wenn jetzt jemand Maler werden will oder was, dann muss er halt einfach malen. Aber es bringt nichts, sich die ganze Zeit im Internet Videos anzuschauen von Leuten, die gut malen können. Mhm, cool. Kann ich nochmal ein Beispiel sagen, just do it. Also ich wollte mein Leben lang immer Schlagzeug lernen, bin nie dazugekommen. Und jetzt habe ich mir vor kurzem ein Schlagzeug gekauft. Und ich spiele jetzt jeden Tag so eine Stunde halt einfach Schlagzeug. Und kommt noch dazu, mein Patenkind, die wird das auch lernen. Das heißt, jetzt mittlerweile bin ich schon Lehrer, obwohl ich selber nicht ganz gut kann, aber ist sehr egal. Einfach probieren. Und da habe ich jetzt auch zum Beispiel so eine Sache gesehen, oh, das macht mir Spaß, und dann mache ich es halt einfach. Das heißt, nicht schon, bevor man gar nicht weiß, ob es jemand liegt, die Flinte ins Korn werfen. Das will ich eigentlich damit sagen. Das heißt, Gelassenheit und just do it, einfach machen. Die zwei Dinge kombiniert, ich glaube, die bringen dann Klarheit, um es mit deinen Worten zu sagen, ja, in den Verstand. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Also sensationell. Ich habe ganz viele Seiten mitgeschrieben. Nicht nur, weil ich das für die Beschreibung dann brauche, sondern weil ich da für mich auch ganz viel angestrichen habe, was schöne Impulse sind. Oder auch, was eine schöne Bestätigung ist, in deinen Worten. Also richtig, lieber Martin, wir kennen uns leider noch nicht, aber das wird und muss sich ändern. Von dem her, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit und dein Teilen. Und ich empfinde es auch als dein Mutmachen für mich und auch die Zuhörer. Du hast so schön gesagt, mach's doch einfach. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, danke für deine Einladung hier im Podcast natürlich, und ja, viel Spaß. Schaut vorbei auf meinen Blog, ein bisschen Werbung zu machen, freiheitenwelt.de, und ja, ich freue mich über alle Leute, die mir Kommentare schreiben, und ja, just do it, ne?
Bei mir geht es jetzt wieder auf Reise. Das kommt dann auf jeden Fall unten noch in die neudeutsch ausgedrückt Shownotes, sprich in die Beschreibung. Das findest du dann da, lieber Podcast-Zuhörer. Und ich glaube, das ist fast ein ständiger Spruch von mir. Hör dir diese Folge echt mehrfach an. Ich glaube, da ist so viel Botschaft, so viel Subtext drin. So wie wenn man manchmal ein Buch mehrfach liest und feststellt, wow, da sind ja noch ganz andere Bereiche drin, die ich beim ersten und zweiten Mal gar nicht so wahrgenommen habe. Vielen Dank für deine Zeit vom Zuhören und du weißt, wie immer, alles Liebe, Gesundheit und Frieden. Dein Guide und Healer, Manuela Stabmann. Lebe deine Klarheit.